Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ich begrüße euch. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Hattet, ja, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann auch immer ihr diesen Part zu sehen bekommt. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, falls ihr euch erinnert, wir haben im letzten Part mit Wilbur erfolgreich eine Ratte verjagt, dank technischer Unterstützung. Und da wir das so dermaßen gut gemacht haben, dürften wir auch endlich Feierabend machen. Wir wurden nach Hause geschickt und ja, beinahe von MacGuffin erschlagen, der hier mit seinem Käfig angeflogen kam und der uns, ja, wie soll ich sagen, gebeten hat, diesen einen Ring zu den Menschen zu bringen, nach Seefels, glaube ich, war das. Und genau das werden wir jetzt auch machen oder zumindest, ja, versuchen. Deshalb würde ich sagen, genug gelabert, weiter geht's mit The Book of Unwritten Tales und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wobei, ganz kurz noch, ich möchte mich bedanken für die Kommentare, für das Feedback, von wegen hier Untertitel. Scheinen euch nicht zu stören, deshalb habe ich die jetzt auch drin gelassen. Und ein spezieller Dank an Pianalis, die mir den Dialekt des Kellermeisters nahegelegt hat. Ich könnte ja immer noch abfeiern, wenn ich hier höre, kommen die Puschen. Sensationell. Aber gut, ne? Gut, so. Wir gucken uns hier mal um. Wir stehen ja jetzt hier nirgendwo und es schneit, es ist kalt, deshalb sollte ich wohl weniger labern. Betrachte die aufgespannte Plane. Ja. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Okay. Nimm die aufgespannte... Ach, kann ich die nehmen? Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Du bist so klein, du hast gar keinen Hals. Aber gut, ja. Offenbar will er das nicht. Schade eigentlich. So, was haben wir denn hier noch? Ah, da könnten wir wieder reingehen. Betrachte die Eiszapfen. Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen. Kann ich dich nehmen? Hat funktioniert. Ich hab einen. Sehr schön. Nicht, dass ich wüsste, was wir damit machen sollen, aber wir haben einen Eiszapfen. Achievement unlocked. Okay. Betrachte die Zwergenstatue. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Vor allem des kleinen Volks, ne? Schon klar, Kollege. Ach, Wilbur. Ich mag dich. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Interessant, okay. Ja, betrachte die Rolle. Hä? Rolle? Das ist doch hier so ein Satellitgedöns. Warum? Hä? Mal gucken. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Mauszeiger hier auf dieser Satellitenschüssel hatte. Aber okay. Aha. Alles klar. Ich muss kurz überlegen, was machen wir eigentlich? Oder was müssen wir machen? Ja, nach Seefels, das ist mir schon... Ach stimmt, Wilbur meint ja, er sollte entweder mit dem Kellermeister oder mit seinem Großvater sprechen. Ja, und wo... Ja, wo der Kellermeister ist, das wissen wir ja. Zu dem gehe ich jetzt auch mal. Herr Kellermeister! Hallo? Herr Kellermeister, wo sind Sie? Herr Kellermeister! Herr Kellermeister! Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Was? Was für ein Ring denn? Diesen Ring! Es ist ein sehr wichtiger Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur. Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Er ist... Ich muss... Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie Gnomen einen wichtigen Ring gegeben?
So was passiert nicht. Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Hm. Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Ach nee, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, scheint ihn überhaupt nicht beeindruckt zu haben. Und wie gesagt, er hat Wichtigeres zu tun, ne? Also, wenn man schon hier Bier testet, dann muss man ja auch hinterher ein bisschen schlafen. Betrachte die Landkarte. Die haben wir doch schon betrachtet, oder? Betrachte die Rohre haben wir auch schon... Moment. Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefeld, der Stadt der Menschen. Aha. Ja, die könnte doch nützlich sein, oder? Ach, kann ich gar nicht nehmen. Okay, hat sich erledigt. Ja, Kellermeister, dann wünsche ich dir noch ein schönes Schläfchen. Ach, der Roboter ist auch immer noch hier, okay. Dann würde ich sagen, wir gucken doch mal zu unserem Opa, wo auch immer der sein soll. Ich kann unmöglich bis nach Seefels laufen. Das sind mehrere Tagesmärsche durch die Berge. Ja. Gut. Gutes Argument. Ach, Eingang des Gnomenbaus. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Ah. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Ja, dann geh mal rein hier. Eieiei, hier wimmelt es ja vor Technik. Ja, ne, aber Gnome, das kennt man ja. So, was haben wir denn hier alles? Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Ah ja, okay, wir haben das Mysterium geklärt, wer hier die Uhr erfunden hat. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik. Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber... Naja, bisher fehlte mir der Mut. Ja, keine Sorge, Wilbur. Auch du wirst ein Abenteuer erleben. Ja, absolut technikbegeisterte Familie. Finde ich super. Ein Stuhl. Ach nee, ehrlich. Okay, betrachte die Hebel. Betrachte das Chemieexperiment. Ja. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Ja, Hausfrau und Genetik. Ja, nee. Ja, doch, plausible Kombo. Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Ja, irgendwie muss ich sagen, erinnert mich das auch extrem an den Film Gremlins. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, also den ersten Teil vor allem. Ja, aber ich glaube, das war auch im zweiten Teil noch immer so ein kleines Thema. Ne? Der Vater von dem Jungen, der hat doch Zeugs erfunden ohne Ende. Nichts hat funktioniert, aber ja, er dachte, er wäre der König der Welt. Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Ja, tolle Erfindung. Betrachte den Blumentopf. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Okay. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem Grünzeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können.
Ja, das ist mal eine sinnvolle Idee, wie ich finde. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir echt alles hier durch. Ne, die Zahnräder haben wir noch. Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Ja, und 3/4 dieses Parts von meinem Let's Play. Dankeschön. Gut, aber ich glaube. Auch so eine Erfindung von Papa. Er nennt es Elektrizität oder so ähnlich. Hat irgendetwas mit Hamstern zu tun. Tja, nee, alles klar, ne? Hamsterrad und so. Elektrizität, ich kann das nicht mehr aussprechen, wie er es ausgesprochen hat. Wunderbar. Gut, dann gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Irgendwo muss der Opa ja noch rumlungern. Und abwärts. Wir ganz Faule. Wunderbar. Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Was? Opa, geht's dir gut? Was? Wuschelhäschen? Atomarer Herzschlag? Das Spiel macht mich völlig irre. Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt! Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Also, Parole? Ja, Wuschelhäschen auf jeden Fall. War es Wuschelhäschen? Das hättest du wohl gerne. Stirb, Made! Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole. Also, Parole? Ja. Okay, gut. Atomarer Erstschlag. Whatever. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Konter. Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Ich. Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja. Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier. Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Was? Hallo? Ja. Von wegen, unsere Stunde. Ich habe das Gefühl, deine Stunde hat schon lang geschlagen. Ja. Vielen Dank, Opa. Das war unglaublich hilfreich und überhaupt und. Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Ach, deshalb wohl auch hier die Parole. Okay. Haben wir irgendetwas, was wir brauchen könnten? Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Okay. Moment, konnte ich nicht hier gerade irgendwas einsammeln? Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Den können wir doch einsammeln. Ja, warten wir doch. Wofür auch immer, ehrlich gesagt. Aber okay. Werkzeugkiste. Oh, die ist immer praktisch und in jedem Adventure vorhanden. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen.
Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Ja, vielen Dank. Ab in die Hosentasche damit. Auch wie in jedem Adventure. Das sind Leuchtquallenlampen. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Okay. Ja, ist sehr praktisch. Kann ich dich mitnehmen? Nein. U-Boot. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Okay. Wunderbar. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Sicher, dass man den nicht öffnen kann? Ja, offensichtlich. Okay, Plane, Eiszapfen, Verlängerungsarm. Okay. Ja, wie gesagt auch, Leute, tut mir leid, sollte euch das nerven, weil ich hier wirklich jeden Scheiß quasi anklicke. Aber ja, ich will alles sehen in dem Spiel. Und vor allem nichts übersehen. Oder, ja, ich versuch's zumindest. Und deshalb, wie gesagt, auch wenn ich etwas nicht mitnehmen kann, ich klicke einfach mal alles an, um zu hören, was zu sagen hat, unser Wilbur. Eine gewaltige Maschine, selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind. Ja, und ich hoffe, das ist okay für euch. So. Oh, ein Schraubstock. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Ach, deshalb bist du so klein. Okay, alles klar. Aber den brauche ich auch nicht. Kann ich irgendwas... Brauche ich den? Nee. Hier. Den Ring ein vielleicht. Ein schwerer, goldener Ring. Er fühlt sich warm an. Auf der Innenseite sind feine Schriftzeichen zu erkennen, doch ich kann sie nicht lesen. Okay. Der goldene Ring des Gremlins. Ich soll ihn so schnell wie möglich zum Erzmagier der Menschen bringen. Ach, den kann ich also gar nicht auswählen, okay. Ich plane vielleicht einen Schraubstock? Nö. Wozu auch? Ja, ich glaube, wir sprechen nochmal kurz mit Opa. Wenn das überhaupt Sinn macht. Und dann werde ich auch mal Schluss machen hier. Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung wofür? Wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Wegen meiner Ausrüstung, was brauche ich alles? Ja, das wäre sehr interessant und auch sehr hilfreich. Wegen meiner Ausrüstung? Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Okay, also eine Karte, einen Helm und einen Fallschirm. Ja, Karte kann ich mir jetzt sogar schon denken. Ne? Hier, Kellermeister. Und so, ja. Helm und Fallschirm. Okay. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht.
ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Okay. Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen. Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Okay, den Dialog hätte ich vielleicht im nächsten Part starten sollen. Ja, wie oft habe ich schon bereut, dass ich mit alten Menschen ein Gespräch... nein, natürlich nicht. Ich mag alte Menschen. Ältere Menschen. Reifere Menschen. Wie auch immer. Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht. Es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht. Es ist der schnellste Weg. Ja, kurz und knapp wenigstens mal. Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef. Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Okay, gut, dann... Will ich sagen, ich suche mal weiter, beziehungsweise mache mich auf die Suche nach meiner Ausrüstung. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich habe hier noch genug zu tun. Aber denke daran, schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Der U-Bahn, ja. Alles klar, Opa. Du bist der Beste, auf jeden Fall. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Das nächste Mal werden wir uns dann daran machen, hier unsere Ausrüstung, eine Karte, einen Helm und, vorsichtshalber, einen Fallschirm zu besorgen, wie auch immer das funktionieren soll. Ich bin sehr gespannt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut. Ciao, ciao.